Moin. Ja, wir haben jetzt 6.30 Uhr. Der Port hat mir gerade schon warmes Wasser zum Waschen gebracht. Und eine Thermoskanne für Tee und Kaffee. Und um 7 Uhr gibt es dann Frühstück, Porridge und sowas. Ja, und danach geht es dann los schon wieder. Ich habe gut geschlafen. Relativ kalt gewesen heute Nacht. Aber ich habe den Schlafsack nur als Decke benutzt. Das hat schon ausgereicht. Und ja, ich denke mal, heute Abend kann ich dann den Schlafsack zumachen. Oben wird es noch ein bisschen kälter, denke ich mal. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ja, Porridge gibt's und Pfannkuchen, Rührei und Würstchen. Könnt ihr hier kurz sehen. Hier noch Rührei, Würstchen, die Pfannkuchen habe ich natürlich schon gegessen. Porridge gibt Power. Guten Kaffee natürlich. Also gut in Anführungsstrichen, natürlich nicht den Standard, den ich sonst pflege, aber passt schon, schmeckt okay. Gut, ich esse jetzt fertig, dann geht's los ins nächste Camp und ja, dann melde ich mich gleich wieder. Okay, wir haben jetzt das Camp verlassen und das nächste Camp ist Shira Camp. Which high? 3755. Okay, also 3755 Meter und ja, ich habe gut gefrühstückt, ich habe alles gegessen, was es gab. Ja. Pole natürlich wieder. Und ja, gut. Ich melde mich dann gleich wieder. Ja, was ihr da seht, hier, das ist rechts der kleine Meru, Little Meru, und das ist der Mount Meru. Which high? 4656. Also 4656 Meter. Ja, hier geht es ziemlich steil hoch, ist mittelanstrengend. Ja, man muss immer dran denken zu trinken. Ich bin so ein Typ, der das immer vergisst und dann trinkt, wenn es zu spät ist. Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Die Guides erinnern einen auch immer daran. Ohne Camelback geht hier gar nichts. Also für die, die Camelback hassen oder allgemein Trinkblasen, die müssen sich daran gewöhnen. Gut. Ja, wir gehen mal weiter. Zu viel quatschen ist auch nicht so gut, wenn man hier aufsteigt. Ganz schön anstrengend. Aber okay. Doku muss sein. Bis gleich.
Ja, ich bin hier gerade auf so einen kleinen Berg oder ja, Steinhügel geklettert und ja, ich werde euch jetzt mal die View von hier zeigen. Die ist nämlich ziemlich nice. Also drehe ich jetzt mal die Kamera um. Down there, we have a plant we call Encinesia. It grows too slowly. It takes 250 years for grow it. This is a flower we grow up there for 3,000 meters. Later than we don't grow it. Okay, seht ihr die Pflanze da unten? Die so ein bisschen aussieht wie Bananen. Ja, das ist die Pflanze, von der er gerade erzählt hat. Und ja, wieder eine Story mehr. Er hat immer viel zu erzählen, ist cool. Man lernt ein bisschen hier was über die Natur. Echt gut. Also wir gehen weiter. So, das war gerade der Tropical Bow. Leider hat er jetzt keine Laute gemacht, aber hat mir der Eddie auch gerade gezeigt. Tropical Bow. Okay, wir gehen weiter.
Jumbo. Jumbo. Die Wolken ziehen hier durch, das sieht sehr schön aus. Ich habe euch eben ein paar Szenen schon eingeblendet. Ziemlich gut. Und ja, jetzt geht's weiter. Der Eddie hat mir gerade erzählt, dass die auf dem Basecamp, also ca. 4800, da haben die auch einen Handymast. Ja, und der ist hier fleißig am SMS und telefonieren. Und ja, aber Hauptsache, ich mache hier mit dem Iridium rum. Nee, aber geht ja auch ums Testen, ne, ob das funktioniert. Von daher, ich hätte mir auch eine SIM-Karte holen können. Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt Connection, aber ganz ehrlich, ich habe auch mal wieder Bock, ein bisschen auf Off-Grid, ohne WhatsApp, Instagram und Co. Und ja, von daher ist es mal ganz gut. Ja, okay, es geht weiter und weiter. Das ist so ein 5-Stunden-Marsch heute. Wir haben also 4 Stunden schon hinter uns. Ja, 4 Stunden ungefähr. Und ich denke mal noch eine Stunde. Dann sind wir am nächsten Camp. Dann gibt es Dinner. Lunch. Und geil. Ich habe sogar Hunger, also Appetit. Appetitsprobleme habe ich keine. Sehr gut. Problem bei mir ist immer, wenn ich in Bewegung bin, dann habe ich immer so, wie soll ich das sagen, ich bin dann immer voll auf, ja, weiß nicht. Ich will dann Gas geben. Und das ist so ein Problem bei mir, weil ich mich dann öfter verausgabe. Und das natürlich den Körper schwächt. Ja, da muss ich mich ein bisschen bremsen. Deswegen sage ich ja auch und der Eddie auch, pole pole. Auch wenn man richtig Bock hat, sollte man das langsam angehen und das mache ich jetzt auch. Und heb mir die Reserven für später auf. Beziehungsweise für die kommenden Tage. Ja. Ich habe meine Tactical-Kappe auf, weil hier öfter mal die Sonne durchkommt. Und die Sonne am Äquator ist natürlich sehr stark. Und ich als Weißbrot habe da echt keinen Bock mehr, den Nacken zu verbrennen, weil da habe ich ein bisschen draus gelernt. Ist mir egal, ob die Kappe jetzt nicht so krass cool aussieht wie meine anderen. Da geht dann die Funktion vor. Ja, der hat Buff auf jeden Fall vom Design her gute Arbeit geleistet. Ist alles so schnell trocknend. Der Schirm ist ein bisschen länger als normal, damit man auch in den unteren Gesichtsbereichen nicht verbrannt wird. Ja, 50er Sonnencreme natürlich trotzdem drauf. Ja, wir wollen ja, wenn ich wieder zurück bin, schön die Liege reservieren am Pool, ne? Wisst ihr Bescheid? Gut, alles klar, meine Lieben. Es geht weiter. Ich heb mir mal die Luft ein bisschen hier fürs Gelände auf. Also, macht's gut. Okay, here now is higher than Shira Camp, 3950. Almost the camp, 20 minutes left to reach for the camp. Welcome. Thanks, my friend. Jumbo. Jumbo. Ja, wie ihr seht, ich habe keinen Rucksack auf. Es kamen gerade 2 Träger zurück, James und Calvin. Und ja, die waren so nett und tragen jetzt von mir, also vom Eddie, vom Guide und von mir, ja, den Rucksack. Nette Aktion auf jeden Fall. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber klar, den Gefallen kann man den natürlich nicht abschlagen. Und ja, das Camp ist schon aufgebaut. Das heißt, heute waren wir ein bisschen langsamer, gestern waren wir mit den Portern dann da, also wir haben die aufgeholt. Deswegen standen die Zelte auch noch nicht, als wir kamen. Ja, heute waren wir ein bisschen langsamer, okay.
Ja, und die Zelte stehen jetzt schon. Und ja. Hier ist ein bisschen rutschig gerade. Ich konzentriere mich gerade mal lieber, als mich hier abzulegen. Ja. Ja, ist ein bisschen angenehm für die Schultern mal. Ich habe den Rucksack nur 15 Kilo abspecken können. Ich habe zwar meine Batterien für die Kamera, die 17 Stück, die habe ich dann ins Duffelbag gepackt, aber ich habe dementsprechend auch mein Camelback etwas voller gemacht als gestern. Ja, dementsprechend hat es sich irgendwie ausgeglichen und da ist mehr geworden. Aber bis jetzt habe ich auch überhaupt keine Probleme mit dem Gepäck. Ja. Ich fühle mich gut. Ja gut, ist jetzt auch genug von der Laberei. Ihr wollt bestimmt auch mal ein bisschen paar schönere Szenen sehen. Blende ich euch gleich ein. Ich mache gleich noch ein paar. Ich gehe ein bisschen vom Camp weg und gucke, dass ich ein bisschen schöne Natur finde, die ich euch filmen kann. Dass ihr auch einen Eindruck kriegt, wie es hier aussieht. Und ja gut, jetzt aber auch mal gut mit dem Gelaber. Also bis gleich. Welcome. Yeah. I will film this. So, also wir haben jetzt das Shira Camp erreicht. Könnt ihr mal kurz aufs Schild gucken? Ja, ziemlich gut. 3750 Meter. Und ja, das Camp ist schon aufgebaut. Wie ihr seht. So, Freunde, Kaffee, also cheers. Ja, ich werde immer besser, der schmeckt immer besser. Den muss man perfekt dosieren, dann ist er nicht zu wässrig und auch nicht zu stark. Ist gut. Ja, und gerade hat mir, das war der Name, der James, genau, der James hat mir jetzt gerade ein geiles Essen gebracht. Als ich das gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Wollt ihr es sehen? Komm, ich zeig's euch. Ja, könnt ihr euch vorstellen, und das so nach 5 Stunden Aufstieg. Ist geil. Fast 4000 Meter Höhe. Also ich glaube, das schmeckt jetzt ziemlich gut. Alles klar. Ich trinke mal Kaffee aus, dann esse ich das Essen und dann melde ich mich gleich wieder. Ich bin gut drauf und gestern Abend hatte ich 93% Sauerstoff-Blutsättigung und ich könnte schwören, ich habe heute Abend 95%. Ich sage das jetzt einfach mal so. Das ist nicht überheblich, aber ich fühle mich heute so gut und so. Ich muss sagen, gestern Abend hatte ich leicht kalte Finger. Wo ich dann gedacht habe, als bevor der Eddie gemessen hat, habe ich gedacht, okay, kalte Finger, wir sind doch noch nicht hoch, geht schon was los. Ja, dabei war ich einfach nur total unterzuckert und platt, weil ich einfach zu wenig gegessen hatte. Und jetzt hier auf fast 4000 ist alles gut. Ich fühle mich richtig gut. Und warme Hände, alles perfekt. Deswegen glaube ich, dass ich heute Abend einen besseren Wert habe als gestern. Also, bis später. Hier, wenn ihr denkt, ihr seid krass, weil ihr im Supermarkt mal eine reife Mango erwischt habt, dann habt ihr noch nicht die hier in Tansania gegessen. Die ist so geil. Die ist so süß. Boah, Hammer. Obermann, so eine gute Mango habe ich noch nie in Deutschland gegessen. Noch nie. Egal, wie reif die war. Ja, wollte ich einfach noch mal kurz loswerden. Ja, Teller ist leer. Hat mega gut geschmeckt. Und jetzt babble ich euch schon wieder voll. Aber ich glaube, das muss ich ja auch, oder? Ich musste euch ja ein bisschen erzählen, was ich hier mache.
Ja. Deswegen. Also mir geht's blendend. Also ich kann ja mit dem Garmin über Satellit SMS schreiben. Und man hat keine, kein Tastaturfeld, man hat nur hoch und runter, okay und zurück und Power off oder Power on. Und Bluetooth hat das Gerät, das heißt, ich kann das InReach Mini per Bluetooth mit meinem Smartphone verbinden. Dann gehe ich auf die InReach App und kann von dort aus eine SMS schreiben, also über das Tastenfeld vom iPhone. Finde ich ziemlich cool, weil ansonsten... Die denken, ich bin verrückt, ey. Weil ansonsten müsste man an der Seite auswählen, keine Ahnung, Leerzeichen und whatever, und dann immer wieder bestätigen. Und so kann ich das halt easygoing schreiben, zack, bumm, und SMS ist raus. Ja, gut. Ja, gut. Reicht jetzt. Bis später. So, also ich habe jetzt bis eben ein bisschen im Zelt gechillt, ein bisschen die Augen zugemacht, 10, 15, 20 Minuten, glaube ich, waren es. Ja, jetzt kam der Eddie eben vorbei, hat gefragt, ob ich ein bisschen Bock habe zu laufen. Habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ja, und jetzt laufen wir ganz entspannt, ohne Rucksack. Ja, ein bisschen höher einfach. Ja, wie ihr seht, ist alles weiß hier. Nebel, Wolken, Wolken. Und ja, ganz entspannt. Danach gibt es dann, denke ich mal, Dinner. Irgendwann. Und ja, jetzt nach dem Nickerchen fühle ich mich noch besser als vorher. Also schauen wir mal, wie das jetzt ein paar hundert Meter höher wird. Aber ich denke, das passt. Gut. Meine Lieben, bis gleich. We have a lot of caves here. People use them for sleeping and cooking for many years ago. And now the national park, we don't allow for the people use the caves. Now the people use the tent for sleeping and cooking there. Okay, also die Leute haben ja wohl eine lange Zeit in den Höhlen gepennt und das ist jetzt aber nicht mehr erlaubt. Ja, hat er ja gerade gesagt. Und jetzt schlafen die Leute nur noch im Zelt. Ja, ich habe jetzt eben gerade auch nochmal mit Eddie gequatscht. Also der extra Akklimatisierungstag, der ist nicht morgen, sondern übermorgen. What is the camp name with the acclimatization day? Tomorrow? Tomorrow morning? Tomorrow we'll cross in lava before Barranco. Okay. Yeah, we go higher, 4,000. The day after tomorrow is Karanga. Karanga. Yeah. Also extra Akklimatisierungstag, der ist im Karanga Camp. Nicht hier, wie ich gedacht habe, sondern im Karanga Camp. Ja, ich werde es aber noch mal ein bisschen genauer dann erklären. Alles klar. Wir gehen weiter. Gut. Und ja, das ist hier, deswegen hat das Camp auch so den Namen, weil hier viele Höhlen sind. Nur, dass ihr das wisst. Okay, bis gleich.
The four guide, we start like a porter for enjoy the altitude up there. It's depending the national park for training. The national park will take 5 years for training the new guides. If they working like a porter for 3 years, 4 years, and it depending your education you have, and then the national park will come to train the guide for 6 months. We sit in for the class, and then we climbing here for the chief park warden up to the summit 5 days or 6 days, and then we go back down there. We go to sit for the examination, and then we wait the marks or for passing good. If you passing good, you given the lessons for the guide. Okay. Is before it, guide, you go to the school for the national park training. Okay. Is it true that the guides need to handle the summit in 3 hours? For summit? Yes, they need to do it, no? The guide, some of the guide, because crossing like a record. Okay. Yeah, or like running there. Okay. Yeah, he take some of the couple of hours up there and descend down. Okay. Yeah. Thank you, my friend. Also ich habe mir eben einfach nur gefragt, was so die Voraussetzungen sind, um Guide zu werden. Ja, natürlich muss man dann mit dem Porter anfangen und arbeitet sich dann hoch. Ja, das habe ich ihm einfach nur gefragt und ja. Ich hatte gelesen, dass auch die Guides, dass bei manchen Schulen, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, dass manche Guides den vom Basecamp, also von 4800, ist auf dem Summit in 3 Stunden schaffen müssen, als Prüfung praktisch. Aber anscheinend ist es nicht korrekt oder nicht in der Schule, wo er war. Gut. Ja, wir laufen jetzt gerade zurück, immer noch von den 4000 auf die 3.9 wieder oder auf die 3.850 und dann gibt es auch Dinner. Ja, ich drehe gerade mal die Kamera um, das kann ich euch gerade mal zeigen. Essen bekommen. Reis, bisschen Fleisch und Avocado. Dazu noch eine Gemüsesuppe und davor gab es ja, so 2-3 Pfannkuchen und Nüsse. Habe ich auch alles gegessen bis jetzt. Das heißt, die Portion Reis, die wird auf jeden Fall schwierig. Ich bin halt einfach nicht so der Vielesser. Und ja, das werde ich mir jetzt reindrücken, damit ich morgen früh wieder richtig Power habe, so wie heute. Es war gut. Und ja, wir haben jetzt 7:15. Der Tag war gut. Wir sind jetzt eben nochmal auf die 4000, das habt ihr ja gesehen. Jetzt gehe ich vielleicht noch gleich rüber zu so einem Kolumbianer, der ist auch noch da. Vielleicht ein bisschen Karten spielen. One jack. Bullshit. Okay. I love it. You always say the truth. Okay, now you go with queen. So, meine Lieben, ich liege jetzt im Bett. Ich habe eben noch ein paar Astro-Shots gemacht. Vielleicht blende ich die euch ein, die sind nicht so gut geworden. Ein bisschen mit dem Zelt und so Langzeitbelichtung, weil ich bin da echt kein Profi. Ich mache das viel zu selten. Deswegen, das ist alles nicht so gut geworden. Ja, jetzt habe ich eben gerade nochmal Blutsauerstoff gemessen. Und ja, 93%. Vorhin habe ich mit dem Eddie gemessen, 91%. Da hatte ich aber ziemlich kalte Finger. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal messen.
Und ja, da hatte ich jetzt 93. Puls ist natürlich ein bisschen höher als sonst. Normalerweise habe ich so, wenn ich ins Bett gehe, so 55 oder 50. Also ganz normal, auf normaler Höhe. Also ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls. Und ja, der ist natürlich jetzt höher. Aber 93% auf 4000, denke ich, ist okay. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Mache ich mir jetzt keine Sorgen bis jetzt. Das werden wir dann morgen sehen. Morgen geht es auf 4800. Und ja, das ist dann schon mal eine andere Nummer. Ja, was habe ich sonst noch gemacht jetzt? Ja, ich habe eben gegessen. Habe ich euch gezeigt, war noch ein bisschen Kartenspielen mit drei Portern und mit dem Kolumbianer. Haben wir ein bisschen Bullshit gespielt. Kennt ihr vielleicht. War ganz lustig auf jeden Fall. Und ja, jetzt werde ich pennen. Wir haben jetzt 8:45. Um 6 Uhr, 6:30 Uhr wollte ich ungefähr aufstehen. Um 7 Uhr stehen die anderen auf. Ich stehe ein bisschen früher auf, weil ich ja doch ein bisschen mehr Kram zum Zusammenpacken habe. Gut, ja, was wollte ich noch sagen? Ziemlich kalt draußen. Heute kann der Schlafsack zubleiben. Und ja, gut. Das war der Tag heute. Morgen geht's weiter mit Tag 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, das Objektiv mit der GH5 ist eine ziemlich gute Kombi und eine ziemlich gute Idee gewesen, das zu nehmen. Ich glaube, das stimmt ihr mir zu. Ja. Also ich habe mir ein paar Aufnahmen schon angeguckt. Ich finde die Qualität top und genau den Stil. Hat genau den Stil, den ich haben wollte. Also nicht zu cinematisch, aber auch nicht zu zu scharf alles, so wie mit der GoPro gefilmt oder so. Also gefällt mir sehr gut. Bin ich auch aufs Endergebnis gespannt, wenn ich das dann fertig geschnitten habe. Gut, 2 Minuten 44, genug gelabert. Gute Nacht, bis morgen früh.